Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema: Finde deinen Coach, Mentor, Partner für deine Ziele. Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch völlig egal für welchen Bereich, ob es Job, Finanzen ist, Karriere machen, ob es das Thema Unternehmertum ist, Sport, Sachen verändern. Also wirklich, das ist mannigfaltig. Und der Punkt ist, warum es so wichtig ist: Ihr braucht jemanden, der entweder, also er sollte sowieso schon mal die gleichen Interessen haben, zumindest auf dem Bereich, auf dem er ja den Coach, Trainer, Partner, Mentor, was auch immer braucht. Das ist ja eh klar. Also am besten ist natürlich, wenn derjenige oder diejenige in dem Bereich weiter und besser ist, als du es aktuell bist. Das ist natürlich der Idealfall. Das heißt, du kannst erstmal von dieser Person lernen. Ja, das wäre der Idealfall. In der Version B ist es so, dass ihr ungefähr einen gleichen Stand habt in dem Bereich, in dem ihr euch verbessern entwickeln wollt. Der Punkt ist, man ist nie haargenau gleich. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Thema hat, wo man sich halt coacht oder ergänzt oder wo man was zusammen macht, dann ist es immer so, dass der eine ein bisschen mehr die Fähigkeiten in dem Bereich hat, auch ein bisschen mehr die Interessen auf dem Bereich, und andere da. Deshalb ist es immer von Vorteil, zu zweit zu sein, um sozusagen einfach mehr Dynamik zu haben, mehr Bereiche abzudenken und schneller eigentlich zu lernen, damit auch schneller umzusetzen und schneller Ergebnisse zu produzieren. Und ich habe sogar ein Beispiel, was sehr interessant ist. Ich mache ja seit 6 Jahren Kung Fu Wing Chun, und der beste Freund von mir aus Berlin, der Gregor, mit dem ich auch ein Video gemacht habe, dieses kurze WT Just for Fun Video, er hat schon 15 Jahre WT gemacht, bevor er mich angefangen hat zu trainieren. Und ich konnte fast gar nichts. Er hat 2, 3 Schritte, 2 Schläge, das war's. Alles, was ich heute kann, kann ich durch ihn. Und obwohl ich ja nichts konnte und er schon viel und er mich trainiert hat, ist er auch viel besser geworden. Also klar hat er, ich habe den im Anteil größeren Sprung gemacht, weil ich natürlich wie ein weißes Laken war. Aber dadurch, dass ich dann besser wurde, konnte ich ihn doch noch treffen. Da musste er auch wieder besser werden. Und so hat er, obwohl er der Lehrer ist und ein viel höheres Niveau hatte als ich, was er natürlich immer noch hat, hat er trotzdem auch gut gelernt. Ich im Verhältnis etwas mehr, aber auch er hat sich verbessert. Und so ist es auch mit Synergien. Also ich habe ja geschrieben, gesagt, Coach, Mentor, Partner, das sind natürlich 3 verschiedene Bereiche. Ein Coach ist jemand, ein Trainer, den ich mir extern hole. Ja, das ist der eine Punkt. Ein Mentor ist natürlich ganz geil. Ein Mentor ist jemand, der in dem Bereich, wo ihr hin wollt, schon ganz, ganz weit ist, der aber in euch etwas sieht. Ja, der sagt, du bist jemand, du hast die Fähigkeiten oder dir schlummert das Talent, das möchte ich gerne fördern, ich möchte dich gerne unterstützen, weil ich an dich glaube, an das, was du tust, an das, quasi, was du darstellst, der, wer du bist, und ich möchte dir helfen, sozusagen dein Potenzial zu entfalten. Deshalb, ganz viele erfolgreiche Leute hatten früher einen Mentor, und das kann sein, Mentor hilft manchmal finanziell, das ist manchmal praktische Unterstützung, das ist Wissen vermitteln, das ist trainieren, das kann ganz viel sein. Und Partner habe ich ja auch gesagt, das wäre dann zum Beispiel auf Business bezogen jemand, mit dem ich vielleicht mein Geschäft zusammen betreibe. Und es kann sogar sein, dass ihr monetär gar nichts voneinander habt. Jeder hat sein Business, was er betreibt, ja. Und trotzdem coacht man sich gegenseitig. Man tauscht sich aus, was war gut, was war schlecht, was wollen wir nächste Woche besser machen, was wollen wir nächste Woche anders machen, was habe ich diese Woche gelernt, diese ganzen Faktoren. Und so kann man, jeder für sich hat, oder beide haben eine Win-Win-Situation, ohne dass der andere sogar oder dass man zusammen eine Company zusammen hat. Das funktioniert einwandfrei, das funktioniert. Ich habe sogar damals, als ich im Strukturvertrieb war, weil ich auf Seminaren war, die waren dann auf ganz Deutschland verstreut oder teilweise in Spanien oder in der Türkei, sonst wo, da habe ich Leute kennengelernt, die aus einer ganz anderen Stadt kamen. Ich war damals noch in Düsseldorf und die kamen aus Weiß der Henke, war Stuttgart, München, Hamburg. Man hat gemerkt, die Chemie passt, man kann gut, man hat eine ähnliche Denke, wie man Geschäft angeht, welche Ziele man erreichen möchte, wie die Vorgehensweise sein soll. Und da haben wir immer wieder Synergien gefunden, dass wir gesagt haben, du pass auf, lass uns Kontakt bleiben, wir telefonieren mindestens einmal die Woche oder öfter oder wir skypen, ja,
Wir tauschen die Ziele aus von jedem. Jeder schickt dem anderen, was er die Woche erreichen will, was er vorhat, welche Aktivitäten er setzt. Man hat eine Woche später telefoniert, hat gesagt, was hast du umgesetzt, was hast du erreicht, was war gut, was war schlecht, was machen wir nächste Woche besser. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Oder im Fitnesstraining. Ich habe 7 Jahre lang mit dem Nico aus Düsseldorf zusammen trainiert. Und der am Anfang so ein bisschen so ein Nerd war, keiner wollte Fitnessstudio was mit ihm zu tun haben, der hat ganz neu angefangen, war so dünn, sah aus wie ein Hautständer. Wir haben dann zusammen trainiert und ich hatte schon ein bisschen mehr Ahnung vom Training als er, aber er hatte die deutlich bessere Genetik. Innerhalb von nicht mal 2 Jahren ist der sowas von an mir vorbeigerauscht und war hinterher von meiner Dafürhalten so mit der Beste aus der Fitnessschule von der Figur her. Natural und sah wirklich Bombe aus, war super schweinestark. Und wir haben dann 7 Jahre lang zusammen trainiert. Hinterher hat er mir gezeigt, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, erst hat er von mir gelernt, danach habe ich von ihm gelernt. Und dieses Thema Synergien nutzen, Coach, Partner oder wie gesagt Mentor, ganz wichtiges Thema. Vielleicht denkst du mal drüber nach, vielleicht hast du die Möglichkeit in deinem Umfeld, jemanden, den du ja vielleicht schon kennst, zu aktivieren, dem deine Idee vorzustellen, warum es für euch beide von Nutzen sein kann, was zusammenzumachen, wie gesagt, egal auf welchem Bereich. Oder schalte eine Anzeige, mach aber, wie gesagt, ich kann ja nicht wissen, für welchen Bereich du jemanden suchst. Ich sagte nur, es macht Sinn. Einzelkämpfer immer nur ganz alleine, das macht auf Dauer keinen Spaß. Du hast schnellere Erfolge, du lernst schneller, du setzt schneller um. Du hast schneller die Ergebnisse, damit ja, gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ja. Sollte dir das Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Channel, sofern du es noch nicht getan hast, teile das Video, damit auch andere Leute schneller, besser werden. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin, ich bin raus. Ciao.